Es ist meine dritte Ausstellung und es ist immer gewachsen. Am Anfang habe ich hier begonnen und das sind meine letzten Bilder auf der anderen Seite, wenn man darüber geht. Die sind erst vor 3 Tagen fertig geworden, das Bild. Ich habe mal in Rötis gewohnt, war selber die Ausstellung besuchen und wollte unbedingt mitmachen und habe mich beworben. Und heute stehe ich hier. Es freut mich. Dankeschön. Bitte. Zwei Bilder gemacht und die haben mich so fasziniert und dann bin ich wirklich 10 Jahre lang ungefähr bin ich zu jedem Mann oder zu jeder Frau in der Warmlaube bin in den Kurs gegangen und hier alle kleine Mädchen dazugelernt. Und so hat es mir halt Spaß gemacht und ich habe etliche Bilder schon verkauft und schon langsam geht all noch mehr und noch mehr hier viel Bilder, aber es rührt mich jetzt Bild. Es rührt mich fast zum Jetzt-Bild hergehen. Das kann man mir vorstellen. Ja. Weil das jedes ist der Kunstwert. Und sagt viel von sich selber auf, finde ich. Und ich habe dann so gewisse Bilder, die ich einfach nicht hergebe, weil es ist einfach ein Nachdenken. Vielleicht haben da mal meine Enkel eine Freude. Auf dem ganz schönen Event von Kunst im Care. Und wir machen hier ein paar besondere Sachen, wie zum Beispiel so Anhänger für besondere Anlässe. Wenn zum Beispiel ein Herzenswunsch du sagen möchtest, möchtest du mein Götti werden oder meine Gotte. Oder zum Beispiel, du wirst Oma oder Opa. Und dann machen wir auch noch so Steinbilder, nennt sich das. Das machen wir auf alten Schindler mit besonderen lustigen Sprüchen oder sehr sinnvollen Sprüchen. Mit Steinen, die es bei uns in der Flut gibt zum Beispiel. Dann machen wir auch noch so Karten, so zum Geburtstag, so zur Hochzeit. So bestimmte oder so Steine. Oder ein guter Launestein. Einfach als kleines Mitbringsel. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Danke. Es sind wunderschöne Sachen. Danke. Danke auch. Ich habe angefangen mit Aquarellmalen. Dann bin ich zum Acrylo umgegangen. Und das ist halt die Karte, habe ich noch angefangen. Ein bisschen zeichnen. Und das ist jetzt mein Hobby geworden. Und ich bin froh, dass ich hier ausstellen haben können in Rötis. Es gefällt mir sehr gut. Schönes Ambiente. Ich finde es überhaupt ganz super, was Sie ausstellen. Und es ist ein wunderschönes Hobby. Ja, wirklich. Sehr entspannend ist es. Und da kann man total abschalten. Jawohl. Mein Hobby ist Filmen. Ich weiß, was ein Hobby bedeutet. Ja. Es kann einem über viel helfen. Ja, ja. Ganz sicher. Ja. Also ich mache meine Bilder auf Aluminium und zum Teil werden sie gemalt, auf Leinwand zuerst, dann werden sie fotografiert und auf Aludibon gedruckt. Und dann habe ich angefangen, nicht nur auf Leinwand malen und die Bilder drucken lassen, sondern ich habe mich dann auch auf Fotografieren spezialisiert, sage ich mal so. Und
das Ganze nachher auf Aluminium. Und der Effekt von dem Ganzen ist, dass die Bilder Reflexionen haben. Also wenn der Betrachter die Bilder links, rechts, oben, unter betrachtet, dann sieht er Reflexionen. Also die ist so quasi, als wenn die Sonne aufgeht. Ganz interessant. Und was ich noch mache, ist Kunst zum Tragen. Und zwar gibt es Handtäschle für meine Bilder, wo auf die Handtäschle aufprojiziert werden. Und ja, und dann kann man Bilder nicht nur aufhängen, sondern auch tragen. Punkt. Kelmar, ich kenne mich sicher, ich bin von Rötis, ich male jetzt schon ca. 20 Jahre. Jetzt bin ich in der Pension und jetzt habe ich dann viel mehr Zeit, macht mir immer noch Spaß. Mir taugt so jetzt die Kurse, die im Verein Malgrund gehen kann. Und, ja. Also ich finde es super, die Bilder. Ja, freut mich sehr. Ihr riecht mir erzählen, dass es so etwas wird. Ja, das ist ganz toll. Ich finde, seit der letzten Ausstellung ist es gewaltig. Ja, natürlich, dass man ja nicht jeden Tag draußen kann. Ja, kannst du es perfektionieren. Ja. Mein Name ist Rong Shangbai. Ich komme aus China, Shanghai. Seit 2018 lebe ich in Feuerwerk. Da habe ich angefangen zu malen. Ja, ich am Anfang male ich mit Aquarell sehr viel. Moment konzentriert auf mit Öl. So, this is my neue Serie. Und hauptsächlich Porträts. Porträts, ja. Ich male gerne Porträts. Sehr schön. Dankeschön. Mit der Aquarell, ich habe vier Motive: Stillleben, ja, Landschaft, Porträt. Ja, ich finde, das ist so. Jetzt habe ich Zeit zu malen. Das freut mich sehr. Dankeschön. Wie ihr gesehen habt, hier im Keller haben wir wieder viele verschiedene Maltechniken. Ich bin sehr bunt und expressiv auf Werk. Mir gefällt es mit Farbe experimentieren. Nach wie vor viel Blaues drin. Ja, und hier habe ich gedacht, ich bleibe mal im Floralen. Verschieden, damit wir uns in der Keller ergänzen. Du überraschst uns jede Ausstellung immer wieder mit Neuem. Danke. Super Sache, Karin. Danke, das freut mich. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und viel gute Einfälle. Mit oder ohne Blau? Ja, danke schön. Das machen wir. Danke. Claudia Wiedenroth aus Nonnenhorn, das ist die Partnergemeinde von Rötis. Vor 2 Jahren war ja die Ausstellung schon hier, Kunst im Kehr, und da wurde der Torkel eingeweiht. Nonnenhorn hat ja auch einige Torkel sogar, und ich freue mich, dass ich wieder mitmachen darf. Komm gern hierher, bin immer so herzlich aufgenommen worden und mir macht Spaß. Ich habe seit Kindheit gern gemalt und habe Grafik studiert, später erst in Kassel, dann in Augsburg, und bin jetzt freiberuflich tätig. Mal hauptsächlich Landschaften, Gärten, Blumen, Kinderbücher. Also, und das mache Geschichte ich auch normal geschrieben, aber wenn ja. Du Familie redest. Mein Name ist Maybrit Nüberg. Ich bin schon lange tätig als Künstlerin und ich habe verschiedene Themenbereiche, wo für mich wichtig sind. Und zwar Pappmaché, und ich male gern.
Und Hochdruckverfahren, also Linoldruck, Holzschnitte. Und in der Malerei muss ich dazu sagen, was ich hier präsentiere, das nennt sich Graffito. Das ist quasi Malerei und Zeichnung in einem. Genau. Meine Farben sind eher ein bisschen gedämpft. Und manche sagen zu mir, sie würden durch die Farben meine Bilder sehen können, dass ich von Dänemark komme. Da bin ich aufgewachsen, geboren. Genau. Also hier habe ich eine Auswahl von Pappmaché-Objekten. Das ist eine Spanne von Tieren bis zu ein bisschen abstrakte Elemente. Ich habe da Engelzierliche, dann habe ich hier Fische, die sehr natürlich ausschauen. Und Kennzeichen für die Figuren ist, dass sie Flügel haben. Kleine Goldflügel. Und die Geschichte spielen beide eigentlich zwischen Slowenien und Nenzing ab. Das sind zwei Romane, also eigentlich die Lebensgeschichte von meiner Mama. Fängt an als erste Generation und geht den zweiten Teil in die zweite Generation. Und die roten Schuhe, das ist ein Symbol für die nächste Generation, für die Skyla, die Tochter von der Julia. Durchhaltevermögen, weil die hat sie sich zu einem bestimmten Zweck gerufen. Von ihrem eigenen Geld als junges Mädchen. Und diese Schuhe begleiten sie ewig lang. Und die will sie einfach nicht hergeben. Sie hat schöne, aber auch nicht so schöne Zeiten mit denen erlebt. Aber sie behaltet sie als Erinnerung. Und immer wenn es ihr schlecht geht oder wenn sie denkt, na, das schaffe ich nicht, dann zieht sie ihre Schuhe an. Mein Bruder und ich haben sehr früh unsere Mama verloren. Und er ist ein wahnsinnig anhängliches Kind gewesen, aber auch ein wahnsinnig ängstlicher. Und vor allem, was klein und flink und schnell war, hat er immer Angst gehabt. Billy hat einfach eine Geschichte, habe ich mir einfach eingefallen lassen und hat die Angst damit genommen. Ja, das ist halt einfach lieber. Dankeschön. Bitte gerne. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Vielen herzlichen Dank. Magdalena Radeburger, das da sind meine Bilder. Ich mal jetzt schon so lange mich daran erinnern kann. Und ich komme aus Rankweil. Und ja, ich mal hauptsächlich Menschen, also Gesichter oder auch einfach generell der Körper. Und dann hin und wieder auch mal an Drachen oder sowas. Das Bild da, das hat gestartet als eigentlich nur ein Experiment, wo ich mal mit Acrylfarbenklelle experimentieren wollte. Mal hauptsächlich mal mit Öl. Allerdings hat es mir dann überhaupt nicht gefallen. Und dann bin ich mit Öl eigentlich drüber. Und zuerst waren die Tränen da auch normal. Aber das war dann auch irgendwie bis jetzt langweilig und eine kleine banal. Und dann habe ich mich entschieden, dass ich mit Rot mal drüber gehe. Und dann hat es mir sehr viel besser gefallen, gleich einmal. Jetzt kann man da auch, weiß nicht, kann man da eine kleine Show, was es einem sieht und was es einem. Ich finde, dass es gut gelöst hast. Danke. Vor 3-4 Jahren sind wir schon mal da gestanden. Und da habe ich dich gefragt, wie du zu der Art von Malerei gekommen bist. Ja, genau. Und du hast mir es gut erklärt. Okay. Aber du siehst mir sicher noch einmal. Ja, ich sage es noch einmal. Das wäre Kubismus, das ist mein Stil. In Kubismus geht es, dass man verschiedene Perspektiven von einem Menschen erwischt hat. Nicht in das normale Porträt, sondern von der Seite von oben, unten und so entsteht Kubismus, wie hier. Das schaut nicht so echt aus, weil ich male mit schnellen Pinseln, großen Pinseln. Also mein Strich ist immer einmalig, meistens, bam, bam, und dann komme ich zum nächsten. Und so wird es gemalt. Ich finde es auf alle Fälle super. Danke. Okay.
Mein Name ist Alfred Wassermeier. Eigentlich bin ich Mediziner und male schon seit 40 Jahren. Und in den letzten Jahren habe ich diese Technik entwickelt. Und zwar arbeite ich mit einer Flex am Winkelschleifer auf Stahlblech. Und damit lassen sich sehr interessante Effekte erzielen. Und nachdem das sonst keiner macht, bin ich der Erste, der das tut. Und es ist sozusagen fast ein bisschen eine Forschungsreise, weil man Techniken entwickeln kann aus diesem Material, das man mit sonst keiner Unterlage oder mit keiner Technik machen kann. Ich werde oft gefragt, wie ich auf das gekommen bin. Ja, im Prinzip, wie alle Menschen seit jeher sich mit sowas auseinandergesetzt haben, die ersten Maler haben sie mit irgendwelchen Rötelkreiden an irgendwelche Föswände versucht und sind dann drauf gekommen, dass man die Umwelt abbilden kann. Und ich habe das halt mit der Flex gemacht und ja, insofern bin ich ein Steinzeitmensch mit einer Flex. Man versucht dann mehr auszuholen, besser zu werden, von jedem Bild zum anderen, wie halt jeder, der sich mit Kunst befasst, nichts anderes tut als ein Bild machen, das nächste besser machen, wieder besser machen, bis man tot ist. Nicht? Ich wünsche Ihnen noch viel kreative Zeiten. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Mein Name ist Anzinger Ritter. Ich male seit 18 Jahren. Ich mache Acrylbilder und ich greife gerne die Farbe. Also ich mache es gern kräftig, farbig. Und ich male meistens, wenn es draußen so drüber bist, dann brauche ich Farbe. Und es macht wahnsinnig Spaß. Und ich versuche in verschiedenen Sachen. Ich male gerne Landschaften. Ich habe gerne Natur. Und Blumen, also was einfach das Herz höher schlagen lässt. Was wir da sehen, das ist ein Suchbild. Da sind die verschiedenen Tiere. Zum Beispiel haben wir da den Schmetterling, die Spinne, die Libelle, Heulupfer, wie man so schön sieht, Fröschle, Marienkäferle. Für die ganze Hütte. Rot muss es glühen. Rot soll es glühen. Dann kann es meine Mama. Die Hitze beträgt etwa 1000 Grad. Meine Hände sind es gewohnt. Nur wir erfüllen die Macht über die Elemente. Es braucht Luft, es braucht Feuer, es braucht Erde. I'm
Ich mache alles aus Glas, wie man sagen kann, habe mir die bunte Welt angezogen. Und meine Kollegin Carmen. Ich bin Carmen, ich mache alles aus Draht und es gibt nichts, was ich nicht selber füge, wickle. Was ich sehe, wunderbare Sachen. Hallo, ich bin Sandra Tiefenthaler. Ich bin heute zum ersten Mal bei Kunst im Kehr dabei. Ich mache selber Karten, zum Teil alle selber gezeichnet, selber zum Teil geschrieben, gemacht. Ich wirke mit allem Möglichen, was mir Spaß macht. Ja.
Schmetterling, den ich Ihnen gemacht habe. Das kommt dann einfach so, oder? Dann sieht man einen Schmetterling. Die Hirne. Die Hirne. Ja. Oberschule. Da schon. Da. Und dann sind wir viele. Ja, und da machen wir dann gemeinsam dran. Da hat es fertig müssen schaffen. Es steht ganz selten als Mutter und Tochter mit Namen holen. Ja, stimmt, ja. Ja, das ist super. Das war eine tolle Arbeit und sehr emotional. Und ja, schön, ein schönes Erlebnis mit der Tochter. Selbstverständlich. Ja. Ein tolles Hobby. Ein tolles Hobby, genau. Ich bin Nina Nachbauer und ich mal schon seit ich denken kann fürs Leben gern. Und diese Kunst, die ich jetzt mal, diese Art von Malen, die habe ich vor circa 6 Jahren ganz neu entdeckt und habe meine Leidenschaft darin gefunden. Und seitdem male ich leidenschaftlich gern Kraftbilder. Ich nenne sie Kraftbilder, weil sie einfach eine ganz besondere Energie haben. Sie nur oft ein bisschen mit speziellen Symbolen der heiligen Geometrie gekennzeichnet, aber auch Kraftbilder in Form von Krafttieren oder immer Engeln oder anderen kreativen Ausdrücken. Ja, ich freue mich, dass ich da auf dieser Ausstellung meine Kunst präsentieren darf. Das super, Nina. Ich habe gerne gewusst, dass du das machst. Ja, darum ist immer gut, man geht ein bisschen raus mit diesen Sachen, weil daheim im Keller kriegt es keiner mit und es wäre ja voll schade, wenn nicht jeder gleich. Ist es ein Hobby oder machst du es richtig hauptberuflich? Also das Malen an sich ist schon in erster Linie ein Hobby von mir und ich habe durch das auch meinen Hauptberuf entdeckt, der aber nicht nur mit Malen selber zum tun hat, sondern auch viel mit Maltherapie. Und ich kombiniere das so gerne in meinen Programmen mit Mentaltraining. Also ich sage jetzt mal so, durchs Malen ist auch meine Berufung entstanden. Das hat mich dazu geführt. Super. Jetzt muss ich aufhören. Weiterhin viel Erfolg. Danke. Ich bin Degli Monika. Und ich mache da das witzige Töpfersachen und bin mit ganzem Herzen dabei, ist alles mit Liebe gemacht. Es ist sehr schön. Also Kompliment. Machen Sie weiter so und ich wünsche Ihnen alles Gute. Danke. Hallo miteinander, ich bin Manuela Wehinger aus Götzis. Ich bin vor 4 Jahren per Zufall zum Töpfern gekommen und mache das fürs Leben gern. Und ich freue mich auch wahnsinnig, wenn immer wieder Leute zu mir kommen und es auch ihnen gefällt, was ich alles mache. Und wenn sie dann auch zu mir im Töpferkurs kommt und ich dann auch Zeit mit ihnen verbringen darf. Man ist allem über, es gibt immer was Neues zum Lernen und man findet immer wieder was Neues raus und das ist einfach das Tolle daran. Es ist abwechslungsreich und macht einfach nur Spaß und ist aber auch beruhigend. Ah!